Edwin D.S. Koppock. Das war ein technischer Analyst der 1960er Jahre, der die sogenannte Koppock-Kurve erfunden hat. Und die hat einen sehr guten Track-Record im Aufspüren von Aktienaufschwüngen, die nachhaltig sind. Wie bewertet sein Vermächtnis nun die aktuelle Lage im November 2022? Schauen wir es uns an. Heute wischen wir mal das tägliche Hin und Her am Aktienmarkt beiseite und widmen uns ganz dem großen Bild. Also ich habe Ihnen hier mal den langfristigen Chart des S&P 500 seit dem Jahr 2000 mitgebracht. Und es soll also darum gehen, die großen Einstiege zu erwischen, die großen Bewegungen mitzunehmen. Ja, und vielleicht irgendwie auch zur guten Zeit wieder rauszukommen. Aber eigentlich geht es mehr um den Einstieg. Da verwischt sogar jetzt die Rallye, die wir seit Anfang Oktober gesehen haben, hier in dem großen Bild so ziemlich als so eine Gegenbewegung bisher. Und die Frage schlechthin, die Frage aller Fragen aktuell für Anleger, ist ja im ganzen Jahr schon gewesen, ist das jetzt eine Bärenmarkt-Rallye oder geht es wirklich oben raus? Und da habe ich Ihnen heute mal einen ganz besonderen Indikator mitgebracht von einem Analysten aus den 1960er Jahren, der mittlerweile auch einen guten Realbetrieb-Track-Record aufgebaut hat. Und den schauen wir uns heute mal an. Und der Name des Analysten ist Edwin D.S. Koppock. Das war ein Ökonom und technischer Analyst der 1960er. Und irgendwann ist mal ein Bischof, also ein Geistlicher, auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, wie man denn gute Einstiege, langfristige Einstiege am Aktienmarkt erkennen könne. Und Herr Koppock hat ein bisschen drüber nachgedacht und mit einer Gegenfrage geantwortet und hat gefragt, wie lang denn so typischerweise die Trauerzeit nach einem Verlust, also nach einem Todesfall gewesen sei. Dann antwortete der Geistliche, das seien so zwischen 11 und 14 Monate. Und das war dann die Basis für Herrn Koppock wiederum, auf dieser Basis einen Indikator zu bauen. Und das ist die sogenannte Koppock-Kurve. Wie die genau aussieht, gucken wir uns später an. Ich habe sie Ihnen hier schon mal mitgebracht. Also die Koppock-Kurve in Gelb unten und darüber gelegt den S&P 500-Index. Und wie man sieht, klar, das sieht jetzt aus, als würde die stark hin und her oszillieren. Aber wir unterhalten uns hier jetzt über einen 62-Jahres-Zeitraum. Das heißt, so viele Zacken nach unten, nach oben gab es bisher eigentlich nicht. Und die Idee bei dem Ganzen ist hier zu gucken, wann diese Kurve einen Trendwechsel nach oben erlebt. Und das wäre dann sozusagen das Ende der Trauerzeit am Aktienmarkt und ein entsprechend guter Einstieg. Und wir haben jetzt hier also diese Kurve real seit 1962, als die damals, ich glaube, es war bei Barron's in irgendeinem Magazin, ich glaube, es war Barron's im Oktober 62 veröffentlicht wurde. Und seither gab es, ja, nicht sehr viele, aber das ist ja für einen guten Langfristindikator auch gut, Signale. Also immer, wenn diese Kurve nach oben gewendet hat und dann hier ganz einfach ausgewertet, nämlich die Performance der nächsten 12 Monate am Aktienmarkt. Und wenn Sie sich das jetzt hier angucken, dann sind die eigentlich durch die Bank gut. Also es gibt nur einen einzigen Ausreißer, wo dieses Signal mal fehlgeschlagen ist. Und das war im Dezember 2001. Können wir uns gleich auch nochmal angucken hier im Chart. Ich glaube, ich bringe den jetzt sowieso nochmal mit Signalen. Genau. Also hier habe ich Ihnen mal die Kurve eingezeichnet. 2001, das war hier, da sehen Sie die Trendwende in diesem Koppock-Indikator, aber der Aktienmarkt wendete nochmal nach unten und zeigte nochmals weiter nach unten. So, und was hier gemacht wird konkret ist, es wird die 11 und 14-monatige, also unterhalten uns jetzt nur auf Daten auf Monatsebene. Alles darunter ist dem Indikator egal, also von daher ganz entspannt. Die 11 und 14-monatige Veränderung eines Index, also hier im S&P 500. Und darüber wird dann noch ein gleitender Durchschnitt gelegt, und zwar ein exponentiell geglätteter. Ich stelle Ihnen das unten nochmal, die genaue Formel vielleicht unten noch im Text mit ein. Aber das heißt, wir haben so eine Art, man prüft hier, wann der Abstieg, der einjährige, also die einjährige Performance ungefähr, also 11 und 14 Monate im Schnitt sind ja 12 Monate. Ich habe das übrigens auch mal getestet.
Sie können statt dieser 11 und 14 einfach 12 nehmen, da kommt ungefähr dasselbe bei raus. Wann hier der Abstieg nicht mehr so schlimm ist und wendet. Das sind sozusagen die Wendepunkte hier in den Kurven. Dann kann es auf Jahressicht immer noch nach unten gegangen sein, aber nicht mehr so schlimm, wie es mal gewesen ist. Und das sind sozusagen die Wende, die Einstiegssignale in diesem Indikator. Genau, jetzt haben wir das vor uns und können uns mal angucken, wo stehen wir denn aktuell? Und derzeit ist es noch so, dass dieser Indikator hier nach wie vor sinkt. Ich habe auch mal angeguckt, wie das im S&P 500 aussähe. Also wenn dieser Langfristindikator ein Kaufsignal ausgeben würde und das wäre für Ende November erst bei 4.500 Punkten im S&P 500. Das ist also noch immer 12% ungefähr so in die Richtung entfernt von den aktuellen Kursen. Und im Dezember müsste der S&P 500, glaube ich, bei 4,3 oder 4,4 liegen. Heißt also, noch ziemlich außer Reichweite. Ende November würde hier noch kein Signal gegeben werden. Wie sieht's aus beim DAX? Habe ich die Kurve auch mal durchgerechnet. Auch hier noch kein Signal von der Wende, obwohl der DAX ja gerade in den letzten Wochen nochmal deutlich stärker war als der S&P. Und hier ist das Ganze aber auch tatsächlich in Greifweite, also so bei 14.400, 14.500, wenn es da beim Monatsende der DAX wirklich da drüber springen sollte, dann hätten wir hier die Trendwende. Hier habe ich allerdings selber noch nicht geschaut, wie da die Signalqualität war. Ich habe, glaube ich, mal reingeschaut, da war sie nicht ganz so gut. Also ich würde hier, glaube ich, immer den Leitindex S&P 500 wählen. Heißt das jetzt, dass man auf jeden Fall noch an der Seitenlinie stehen sollte, trotz dieser langen Rallye? Ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Der Koppock-Indikator war immer so, dass er jetzt nicht am Tief in den Aktienmarkt reingegangen ist, sondern im Schnitt waren es, glaube ich, so 12%, die man verloren hat von der ersten Rallye-Phase, bis das der Indikator ein Go gegeben hat. Aber ich denke, die waren gut angelegt, weil es gibt ja immer so viele Bärenmarkt-Rallyes, die wieder in sich zusammenfallen. Da kann man also so viel Performance lassen, dass man sowas also durchaus in Kauf nehmen kann. Es gibt auch einige Anbieter, die die Kurve täglich berechnen können. Und falls hier tatsächlich dann mal ein Kaufsignal auftritt, dann werden wir es uns hier auf dem Kanal mit ansehen. Alles Gute!